Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Insight Nummer 2 ist es jetzt. Wir haben hier aufgehört, als wir durch das Fenster geklettert sind und wieder Küken anscheinend gefunden haben. Ich dachte, die werden wir nie wiedersehen, die wir am Anfang gesehen haben. Ach, das sind keine Küken, das waren diesmal Vögel, Spatzen oder so. Okay, da oben ist irgendwas. Gehen wir mal weiter. Kann ich rüber? Ja. Okay. Rüberklettern? Ist okay. Okay, der hat keinen Saft anscheinend. Oder Hydraulik ist nicht an. Irgendwie sowas. Okay, hier kann ich nichts machen. Hier anscheinend auch nicht. Oh. Ja, es war Parkour-Style. So. Dann schauen wir mal unten. Vielleicht ist da irgendwas, was wir übersehen haben. Ich kann bestimmt was mit den Vögeln machen, ne? Dass die da oben drauf sitzen oder so. Oder? Ja, gute Frage. Kommt, meine Vögelchen. Kann ich mich anschleichen oder so? Wenn ich langsam gehe. Passiert auch nicht viel mehr. Ja. Das ist eine gute Frage, ne? Kann ich. Nee. Ich guck nochmal hier. Achso, warte mal. Jetzt geht das? Das ist mir suspekt. Okay. Ui! So, jetzt den Tresor hier runter, oder was? Oh ja, das hätte ich mir denken können. Shit happens. Bei mir öfter. Boah, das war knapp. Ja, dann gehen wir jetzt wieder denselben Weg zurück. Würde ich sagen. Kabel. Und viele weitere Fragen. Aber das kann ich nicht abmachen. Doch, kann ich. Und hier, Schalter? Nee. Was ist das? Tat es. Kann ich das mitnehmen? Nee, aber jetzt habe ich irgendwas ausgemacht. Wo ich noch nicht wusste, was ich jetzt ausmache. Das Kabel geht nach rechts. Gute Frage. Ich gehe mal hier dran. Hier rüber. Der andere geht zur anderen Seite. Ich muss wahrscheinlich die 4 Punkte voll kriegen da. Warte mal.
Warte mal. Genau, jetzt noch mal das Tor zu. Geht's jetzt? Na, bisschen noch. Jetzt aber. Nice. Hat doch gar nicht lange gedauert. Oh, das hätte tödlich enden können. Warum höre ich mein Herz schlagen? Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme auch hört. Aber ich glaube schon. Hier gibt's nichts, ne? Ja, okay. Okay, da muss ich wahrscheinlich da hinten rüber springen. Und da geht das Kabel her, was ich vorhin irgendwie ausgemacht habe. An die Rinne. Hoch. Okay, da sind irgendwelche brainwashed peoples. Kann ich das umschmeißen? Naja, hochklettern, ne? Okay. Ich wollte gerade sagen, bitte breche nicht. Ja. Aber auch ein unerwarteter Weg ist ein Weg. Dachrinne. Beziehungsweise Regenrohr. Okay. Kann ich das abmachen? Ja. Ich hoffe, hier kommt kein Wachmann oder so gleich hinten. Komm, Junge, du schaffst es. Also, er kann schon durch. So, rutschen, wahrscheinlich springen. Aber wohin? Nur nach unten. Da können wir hoch. Gibt's hier was? Nein. Und. Jump! Ne. Die Leiter nach zur anderen Seite kippen. Ja. Hab wohl gedacht, ihr könntet mich foppen. Aber nein. Das schafft ihr nicht. Aber irgendwann schon. Wahrscheinlich. Einfach mal einen Schalter betätigen. Nee. Jetzt. Was soll ich da tun? Boah, der macht mich aber direkt alle. Okay. Dann lass es erstmal aus. Und mach hinten das Ding hoch. Dann habe ich wahrscheinlich nicht unendlich viel Zeit für, dann rüberzukommen. Oder so. Okay. Ja, Try and Error und so, ne? Ihr wisst, was ich meine.
das hätte ich ja dann vorhin auch nicht schaffen können. Naja, ist ja auch mein erster Run. Ich nehme euch mit auf die Reise, auf meine Art und Weise. Oder so ähnlich. Ich hoffe, das Brett bricht nicht. Taube? Möwe? Ich hoffe, du bist nicht zu fett. Schwer, wollte ich eigentlich sagen. Oh, scheiße. Kannst du hochklettern? Nein. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Mach den Kopf runter, Junge. Du fällst auf. Ich bin nicht der Junge, den ihr sucht. Auch nicht der Druide. Ich hab den Takt langsam raus. Oh Gott, gleich muss ich springen. Es war zu früh. Oh oh. Ja, das war gut. Das nicht. Boah, jetzt muss ich mich rumdrehen. Oh. Länger gedrückt halten zum Umdrehen. Ich dachte, das geht direkt. Scheiße. Ja, ja. Und wieder springen, oder was? Yeah. Oh. Ah, so ein bisschen Toleranz hat man. Ich bin auch doof. Was mache ich denn? Ich wollte die Schritte zählen, die man gehen muss, damit ich nicht immer so verkacke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 9 sind's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Okay, ich glaube, ich hab's geschafft, oder? Das ist ein Hund. Ich glaube, jetzt muss ich rennen. Oh! Das tat weh. Wer seid ihr denn? Oh, der Hund. Scheiße.
Da war ich zu langsam. Fuck. Kinderschänderhund. Ich muss wahrscheinlich den Hund so locken, dass der erst vorne den Gang runterläuft. Weil ich muss ja dann da hochspringen. Wahrscheinlich. Rennt er hier runter? Ja. Jetzt habe ich ihn verarscht. Danke. Oh, diese Hunde. Jetzt oben ist aufgegangen. Jetzt kann ich damit weiter, oder was? Komme ich da dran? Oder bin ich zu weit gefahren? Ich bin zu weit gefahren. Nee, doch nicht. Boah. Und jetzt? Ach ja, ich muss weiter nach rechts. Das ist ein Schwimmbad. Was passiert hier? Das weiß man nicht. Wenn ich hier weitergehe? Da passiert nichts. Dann gehe ich mal kurz hier drauf. Auf den Sprungturm. Ne, da kann ich überhaupt nichts machen. Hier? Ah ja. Bitte. Warte. Ich hab's gleich. Oh Gott. Dafür muss ich... Moment. Dafür muss ich hier über den Sprung... über das Sprungbrett sein. Und jetzt... Jetzt kann ich nämlich mich fallen lassen. Und dann? Das bringt mir jetzt auch nichts. Auch nichts. Dann geht's wieder zu. Kann ich das nach unten machen? Ist das so eine Art Aufzug? Muss ich das Ding wahrscheinlich wieder davon wegschieben? No? Auch nicht. Ah, da hinten ist so ein Brainwash-Ding. Ah, noch einer. Er kann das Ding wieder schieben. Da hoch. So. Genau. Genau. Da ist ein Hebel. Okay, gedrückt halten. Das geht wieder zu.
Muss ich mich da reinfallen lassen, ja? Warte mal. Oh, nee, ich muss mich ganz links hinstellen. Mit dem... Wie soll ich es nennen? Mit dem Kran. Krangedöns. Hier so. Okay. Jetzt kann der darüber laufen. Mach auf. Ein bisschen was von Apes Odyssey oder so. Gab es das ja auch schon mal, sowas ähnliches. Oder was? Exodus? Ah, ich habe keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare. Gibt's hier was? Ich kann ja tauchen. Bin auch doof. Gehen wir erstmal nach rechts. Vielleicht gibt's da irgendwie so einen Eingang unter Wasser. Irgendwo unten. Ich muss wieder hoch. Aber da war was, ne? Nee. Und ich muss wieder hoch. Da ist was. Das war knapp, glaube ich. Was ist das Rotes hier? Ah. Eine Palette. Ein... Nicht tauchen. Rüberschieben, Junge. Rüber. Du bist ein guter Junge. Aus dir kann mal was werden. Vielleicht ein Inside 3, Inside 2 oder ein Limbo 2. So, jetzt sind wir endlich drüben. Da ist ein Schacht. So, dann würde ich sagen, was bei dem Knopf passiert, sehen wir dann in der Folge 3 von Inside. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst gerne Bewertungen und einen Kommentar da. In dem Sinne, noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Shark. Ciao!